Also Sie spüren, hier geht es schon auf das große Kotzen, auf die große Koalition zu. Manchmal hat der Junge einen unnachahmlichen Charme. Warum denn nicht, wenn ich so lächle, nicht? Neulich hat sogar der Intendant vom Sender Freies Berlin zurückgelächelt. Das war wie Kriegsausbruch. Seit 5.45 Uhr wird zurückgelächelt. Neuss arbeitet an einer Ein-Mann-Show. Das jüngste Gerücht. Das Programm läuft fast 2 Jahre und macht Neuss zu Deutschlands Kabarettist Nummer 1. Sie wissen, was der Ernstfall ist. Ich meine, das ist ja bekannt. Was machen Sie im Falle eines Atombombenangriffs? Ich hülle mich in mein Bettlaken und gehe gemächlich zum Friedhof. Warum gemächlich? Damit keine Panik ausbricht. Die Leute sagen immer, ja, der ist ganz gut, der Neuss, aber man weiß gar nicht, wofür der ist. Der ist ja gegen alles. Ich habe schon als Kind mit Vorliebe ganze Sätze in den Mund genommen und auch wieder herausgelassen und nur einige Worte ab und zu mal verschluckt, also so runter. Später habe ich dann die eine oder andere Lippe mal riskiert, nicht? Dadurch wurde aus dem München langsam eine Schnauze. Herr von Weizsäcker, wissen Sie denn überhaupt, dass ich Bundespräsident würde, wenn die Kinder wählen dürften? 2 Berliner in Paris, mit Gitarre an der Szene, bringen die schönen neuen Töne vom gemeinsamen Verstehen. Und ich will Ihnen sagen, das ganze Tamtam mit hin und her, ich war jetzt während der Passierscheintage auch drüben im Osten, hab Onkel und Tante in Treptow besucht. Auf jeden Fall war ich ohne Passierschein drüben, hab an der Grenze in Klin Terror ausgeübt, hab zu dem Fopo gesagt, ich hab noch Schulden von 59 in der HO, ja, nur wusste der gar nicht, kickt er mich erst so eine Weile an. Gehen Sie bezahlen, sagt er, ich also rüber. Bevor ich zu Onkel und Tante nach Treptow raus bin, bin ich erst mal drüben, Frankfurter Allee, Kaffee Budapest, 3 Flaschen Krimsekt richtig gegessen, dann leise raus, Zeche geprellt, mache immer Schulden drüben. Ich bin natürlich, wie sollen sonst das Regime zusammenbrechen? Na, ich tu doch wenigstens was, und wenn ich mich überfresse, nicht? Psst, ich guck jetzt nur mal eben was. Wunderbar. Also wenn ich so ein bisschen was Oberlehrerhaftes hätte, würde ich ja so manchmal sagen, was hab ich da eben gesagt? Ja, aber das hab ich ja nur Gott sei Dank nicht. Nein, ich habe jetzt den Eindruck, da sitzen Leute unten, die haben was dagegen, was ich hier sage. Ja, und das macht die Illusion für mich perfekt. Verstehen Sie? Da habe ich den Eindruck, ich habe noch einen Sinn hier, ja? Das ist einfach. Was ist denn mit Ihnen los? Sagen Sie mal, sind Sie mir hier eingepennt etwa?